Thing von den Trucks. Es war übrigens auch das erste Lied, was ich auf der Gitarre gelernt habe. Ein Song, den du wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört hast. Es ist schon relativ alt, der Song, aber ich habe ihn immer mal wieder auch bei Werbespots tatsächlich gehört, wo er immer wieder ausgepackt worden ist. Ein echter Klassiker und er beinhaltet drei der wichtigsten Akkorde, die du auf der Gitarre überhaupt lernen kannst. Also, wir gehen die Akkorde Stück für Stück durch und dann kümmern wir uns um das Schlagmuster. Eins am anderen also. Also, wir legen los mit dem A-Dur-Akkord, für den ich dir zwei Möglichkeiten mit auf den Weg geben möchte, wie du ihn greifen kannst, was dir besser passt. Ich greife ihn häufig so, dass der Zeigefinger und der Mittelfinger und der Ringfinger, dass sie alle im zweiten Bund sind, auf der D-Seite, dann musst du genug Platz machen, auf der G-Seite und der H-Seite. Und dann schlägst du an die A, D, G, A und E-Seite. Nicht die tiefe E-Seite dabei. Wenn dir das jetzt zu eng ist, gibt es auch noch die Möglichkeit, so zu greifen. Finde ich manchmal auch entspannt und cool. Und so kannst du direkt für dich mal ein bisschen überprüfen, was ist für dich da einfacher. Ist wirklich beides vollkommen richtig. Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite, Zeigefinger, zweiter Bund G-Seite und Ringfinger, zweiter Bund H-Seite. Also du siehst, auf welchen Seiten ich hier bin. Das ist die zweite von unten, die dritte und die vierte von unten gezählt, die du abdecken musst im zweiten Bund. Versuch zu gucken, dass du den Fingern so nah zu dem Bund kommst, zu dem Metallstäbchen hier, wie möglich, aber nicht drauf drückst. Kurz davor, im Idealfall, ich meine, der Zeigefinger ist jetzt bei der Variante so ein bisschen hinten an hier, so Hilfe, Hilfe, aber Mittel- und Ringfinger sind schon sehr nah dran, da erzeugt sich der Ton einfach am einfachsten. Spiel dann ruhig die Töne mal einzeln an, die A-Seite, die D, G, H und E-Seite. Wie gesagt, die tiefe, dicke, fette Seite hier nicht mitspielen. Kurze Pause auch. Fingerkuppen abkühlen, kommen weiter zum D-Akkord. Zeigefinger, zweiter Bund, G-Seite, das ist die dritte Seite von unten, 1, 2, 3. Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite, das ist die zweite von unten. Und den Mittelfinger packen wir in den zweiten Bund auf der E-Seite hier ganz, ganz außen. Zack. Du schlägst jetzt die beiden Seiten, die dir am nächsten sind, die E- und die A-Seite, nicht an. Also schlägst du nur vier Seiten an. Auch da wieder ruhig alle Seiten mal nacheinander einzeln anspielen. Um zu hören, ob alle Töne wirklich da sind. So, kommen wir jetzt zum E-Dur-Akkord, zum dritten Akkord. Zeigefinger in den ersten Bund auf der G-Seite. Der wandert hier quasi vom zweiten in den ersten. Und der Ringfinger kommt in den zweiten Bund auf der D-Seite und der Mittelfinger in den zweiten Bund auf der A-Seite. Und dann darfst du alle sechs Seiten genüsslich spielen. Fetter Akkord. Auch da wieder gucken. Alle Seiten da. Jawohl. So, bevor wir jetzt uns dem Schlagmuster widmen, erstmal eine Trockenübung machen zwischen den Akkorden. Wo waren jetzt nochmal welche Finger, wo mussten die hin? Und gucken, dass du zwischen den Wechseln hin und her wechseln lernst. Also wir fangen mit A an, dann gehst du zu D-Dur, dann zu E-Dur und wieder zu D-Dur zurück. Und dann geht es von vorne los. A, D, E, D. Jetzt ist dir vielleicht schon eine Sache aufgefallen, wenn du zwischen den Akkorden hin und her wechselst. Wenn du den A-Akkord so spielst, ich ihn dir vorhin gezeigt habe als eine der Möglichkeiten, ist der Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite, richtig? Für D ist er das auch, er muss nur ein Stückchen nachrücken. Und für E bleibt er auch auf der G-Seite, nur ist er im ersten Bund. So hast du einen schönen Fixpunkt, um wie so ein Dreh- und Angelpunkt für alle drei Akkorde. Und das ist ein ganz wichtiges Ding. Deine Finger, oder du musst wirklich gut wissen, wohin die Finger müssen, weil sonst wirst du nachher nicht hinterherkommen. Mach diese Trockenübung wirklich für 5 bis 10 Minuten, bevor du
wirklich dann loslegst. Du kannst zwischendurch mal checken, sind die Töne da? Aber mach dann eine Trockenübung zwischen den hin und her. Also A, D, E, D, A, D, E und D. Und mach das bitte in deinem Tempo, das ist ganz individuell. Jeder ist da langsamer, schneller unterwegs, wie auch immer, auf welchem Level du auch gerade bist. Schön in deinem Tempo mal für 10 Minuten nur so zwischen den hin und her wechseln und gucken, dass deine Handhaltung hier auch möglichst gleich bleibt. So, kommen wir jetzt zum Schlagmuster. Du kannst hier auch zwischendurch mal auf Pause drücken und das für dich üben und dann geht es einfach jetzt hier weiter. Also zweimal schlägst du den A-Akkord an, A-Dur. Dann wechselst du zu D zweimal. Zweimal schnell, also und zwischen den beiden Akkorden stoppst du kurz die Saiten ab. Also A, A. Wie stoppst du die jetzt denn ab? Du nimmst den Druck von den Saiten weg in der Greifhand und mit der Handkante stoppst du hier die Saiten ab. Also A, A. Stopp. Und hier den Druck wegnehmen. D. Gleiches Spiel. Druck wegnehmen, zum nächsten Akkord rutschen und hier gleichzeitig der Handkante abdämpfen. E-Dur. Dämpfen, wieder zurück zu D. Und das geht immer so weiter, das Spiel. Bevor es in die Bridge geht, viermal E-Dur anschlagen. Und jetzt kommt der coole Teil, den finde ich richtig stark. Du schlägst die A, D, G, H und H, also sorry, A, D, G und H-Seite leer an, ohne was zu greifen. Und dann im Wechsel mit dem A-Akkord. Du kannst nämlich auch wunderbar den A-Akkord nochmal üben. I wanna know for sure. Das ist wirklich eine Herausforderung, den sauber immer wieder aufs Neue zu drücken, im Gegenzug mit diesen leeren Saiten, die du dann spielst. Da ruhig in dem Tempo das erstmal machen, auch gerne erstmal eine Trockenübung machen. Immer wieder so runtersetzen, hochsetzen, runtersetzen, hochsetzen. Mach das auch nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, wie lange auch immer du Bock hast. Nur den A-Akkord runter und wieder hoch. Und dann kannst du dann irgendwann den Anschlag dazu nehmen. Und das war schon Wild Thing von den Trucks. Wenn du noch Bock auf mehr Lektionen für Einsteiger auf der Gitarre hast, in der Videobeschreibung meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger auschecken.